Hallo, hier ist Michael mit einem neuen Video. Ja, ich bin in Thüringen und wer den Kanal verfolgt, der weiß, dass ich im letzten August schon mal hier in Thüringen war bei den Burgen der drei Gleichen. Ich habe da eine schöne Wanderung gemacht und damals stand eigentlich schon fest, ich komme wieder her, weil es hat mir sehr gut gefallen. Ja, jetzt im Juli 2021 bin ich dann wieder los. Ich bin für 4 Tage hier, etwas länger als das letzte Mal. Und habe auch mein Fahrrad mitgenommen. Ich habe ein paar Touren im Köcher, habe 2 Wanderungen geplant und 3 Radtouren. Das wird nicht alles klappen. Ich suche mir dann das Schönste raus. Und nebenbei bemerkt, die Wettervorhersage für diese 4 Tage war denkbar schlecht. Es sollte alle 4 Tage regnen. Und ihr seht es, ich sitze hier unter einem Baum und habe schon den Schatten gesucht. Es ist blauer Himmel. Es wird relativ warm heute werden. Wir haben es jetzt so gegen 9 Uhr. Und es ist noch angenehm. Es geht auch ein sehr frischer Wind. Und ich bin heute auf einer Radtour. Ich habe mir die längste Sache mal rausgesucht von diesen Touren, die ich eingepackt habe. Und will heute mal die Radtour machen, will das gute Wetter ausnutzen. Morgen soll es wieder ein kleines bisschen wechselhafter werden. Da mache ich vielleicht eine Wanderung. Aber jetzt bin ich mal unterwegs auf einem kleinen Rundkurs. Die Tour ist nicht allzu lang, sind ca. 50 Kilometer. Ich fahre, bin am Campingplatz Drei Gleichen losgefahren und dann geht's über Apfelstädt ein Stück an diesem Bach lang und dann die Gera ein Stück lang und dann führt mich mein Weg über Arnstadt. Auch hier wieder wunderschöne Landschaft hier in Thüringen und die Burgen der Drei Gleichen hat man immer im Blick. Einen Blick auf den Inselsberg hat man auch. Ich versuche euch mal hier einen Schwenk zu machen über die Burgen. Ist aber nicht gesagt, dass man das unbedingt sieht, weil sie doch ein Stück weit entfernt sind. So, ich fahre weiter auf meiner Tour und berichte von unterwegs. Ich bin jetzt hier durch Wandersleben durchgefahren und habe jetzt schon so 10 Kilometer hinter mir. Und wie ihr seht, das Wetter ist weiterhin herrlich. Der Wind ist frisch und angenehm, aber nicht so, dass es beim Radfahren stört. Ja, Wandersleben bin ich gerade durch. Nächstes Ziel ist dann Apfelstädt. Ich fahre weiter. Ja, einige Kilometer bin ich der Apfelstädt gefolgt. Das ist so ein schöner, kleiner, idyllischer Bach. Ihr habt ja die Bilder gesehen.
teilweise auf der Straße, aber auf ruhigen Straßen, teilweise aber auch auf Radwegen. Und alles wunderschön und auch das Wetter ist noch gut. Ich bin dann abgebogen Richtung Süden. Ich will ja nach Darmstadt und bin an der Gera lang, hab die aber eigentlich nicht so richtig gefunden. Der Weg ging zwar immer längs der Gera, aber sehen konnte man sie nicht. Jetzt bin ich mal so einen ganz kleinen Pfad lang gefahren und habe den Fluss auch tatsächlich gefunden und es ist einfach herrlich hier. Schaut euch das an. Es ist nicht mehr weit bis Arnstadt. Ich will noch ein bisschen Mittag machen, will noch was einkaufen und will sehen, dass ich ein bisschen was zu Mittagessen kriege. Denn wenn man schon mal in Thüringen ist, dann sollte man auch mal eine Thüringer Bratwurst gegessen haben. Mal schauen, ich bin mir sicher, dass ich was finden werde. Es ist immer noch sehr windig. Ich hoffe, ihr hört mich. Und es ist auch mittlerweile ganz schön warm geworden. Ich fahre weiter, Arnstadt ruft. Ich bin jetzt wieder aus Arnstadt raus. Ich habe dort sehr schön gegessen, eine schöne Thüringer Bratwurst. Habe mir die Altstadt ein bisschen angeguckt. Ist mit dem Film natürlich in so überlaufenden Städten immer ein bisschen ein Problem. Ich habe noch ein paar Fotos gemacht, ihr habt es gesehen. Und nun bin ich auf dem Rückweg zum Campingplatz. Vor mir liegt jetzt die feste Wachsenburg. Ich zeige das gleich mal und ihr seht, es hat angefangen zu regnen. Ich habe die Regenklamotten an und fahre jetzt mal weiter und fahre noch über die feste Wachsenburg. Und hier noch ein kleiner Nachtrag zu meiner Tour heute mit dem Fahrrad. Ich bin ja dann von Arnstadt Richtung Campingplatz gefahren und in Höhe der feste Wachsenburg hat es mich dann ereilt. Die Steigung war extrem stark und dann kam ein Unwetter auf, der Wind ging an und fürchterliche Regenschauer. Ich habe dann einen Teil geschoben und bin dann doch relativ nass hier angekommen. Ich hatte ja die Regenkleidung an, aber die war halt klatschnass. Ja, ich habe die Sachen dann aufgehängt. Als ich auf dem Campingplatz ankam, war das Wetter doch schon wieder etwas besser. Es hatte aufgehört zu regnen und die Sachen sind wieder einigermaßen trocken geworden. Mittlerweile am frühen Abend ist hier wieder Regen und Sturm, das ist auch so vorhergesagt. Aber für morgen Vormittag soll dann doch wieder das Wetter besser werden. Und ich sitze ja jetzt im Zelt, ich habe es hier gemütlich und macht mir nichts aus, dass es jetzt regnet. Und morgen Vormittag soll es dann wieder besser werden und dann werde ich mal gucken, was ich mache. Entweder eine Wanderung zu der Burg Leichen oder ich bin noch mal mit dem Fahrrad unterwegs Richtung Gotha vielleicht. Mal sehen. Ja, nochmals vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen oben da und ein Abo, wenn ihr Lust habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss.